Du schuldest mir 75.000 Dollar. Ich rufe dich in 5 Minuten zurück. In 4 Minuten! Das ist ein Hexenkessel! Ja! Könnten Sie das bitte wegstecken? Der Haufen Kohle passt nicht in meine Taschen, ist einfach zu viel. Belmont, zweites Rennen. 50 Dollar Zwillingswette auf die 5 und die 7. Wir haben es also mit Zahlen. Ach, das noch. Scheiße, du bringst Unglück. Das will ich mir nicht anhören. Vor dem Golf werde ich noch etwas Pilates machen. Vielleicht sollten wir darüber vorher kurz reden. Jetzt denken wir nur noch an uns beide und haben eine schöne Zeit zusammen. Das ist Babyöl. Ja. Wieso nimmst du keinen Sonnenschutz? Weil das die Sonne nicht durchlässt. Ich hätte nicht erwartet, dass Jeremy so normal ist. Das ist auch mein erster. Ohne dich ist Dink Inc. nicht das Gleiche. Kommen Sie dir das an. Und aus! Carolina schafft es heute nicht. Du sollst meine Pechsträhne werden. Das war eine Wette. Verschwinde! Ob er Tulip verlässt und mit mir davonläuft? Hast du den Verstand verloren? Und du kannst das einfach so Tasche packen und verschwinden? Wenn ich es nicht mache, wäre ich verrückt. Schnell verdientes Geld. Ich werde dir alles erklären. Genau das ist mir alles früher schon mal untergekommen und... Das ist Glücksspiel. Okay. Ich weiß gar nichts. Es gibt Probleme. Ich musste zu meinem Bewährungshelfer. Ruf mich nicht an. Wenn ich wegen einer Straftat festgenommen werde, bin ich als Journalist für immer erledigt. Wir helfen dir, Jeremy zu helfen. Wenn das hier schief geht und Sie damit reingezogen werden, wandern Sie ins Gefängnis und zwar länger als wir. Ich kenne da zwei Typen, die kommen für 900 Dollar vorbei und drohen ihm den Fuß abzusägen. Diese Spieler. Wenn du um Geld spielst, kannst du dir hinterher nicht aussuchen, welche Wetten zählen und welche Wetten nicht. Scheiße! Soll ich deine Verwandtschaft anrufen oder muss jemand vorbeikommen, der dir ein Stuhlbein durch deinen Schädel jagt?